Nach dem Sparkassen-Stadtlauf und dem Zwickau-Beach wartet ein weiterer sportlicher Höhepunkt in der 900-jährigen Stadt. In gut 2 Wochen startet der 6. Zwickau-Triathlon. Am Sonntag, dem 23. September, werden die Glückaufschwimmhalle, die Radstrecke mit dem Westsachsenstadion und der Muldendamm wieder im Blickpunkt dieses Dreikampfes stehen. Neben vielem Bewährten stehen wieder einige Neuerungen auf dem Programm, die insbesondere für die Zuschauer interessant sein dürften. Sportwettkämpfe stehen und fallen nicht nur mit den Teilnehmern. Entscheidend sind auch die Rahmenbedingungen, die sich zum Beispiel den Zuschauern bieten. Sind sie es doch, die die Sportler oft zu Topleistungen pushen können. Auch deshalb wird die Wechselzone und das Ziel dieses Jahr verlegt. Der jeweilige Wechsel erfolgt diesmal im Bereich der übersichtlicheren Körnerstraße. Das Ziel befindet sich unmittelbar an der äußeren Schneeberger Straße. Ideengeber und Organisationsleiter Wolfgang Hertrampf schaut noch einmal auf die Entstehung des Triathlons in Zwickau zurück. Wir hatten die Projektsteuerung für die Glückaufschwimmhalle und im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung war es meine Aufgabe, diese Eröffnung natürlich zu planen. Und deswegen war erstmal klar, bei einer Schwimmhalle ist Schwimmen, Wasserball gehört dazu, aber es hat noch was gefehlt. Und da ist mir der Einfall gekommen, Triathlon hat auch was mit Schwimmen zu tun. Und so ist der Zwickau-Triathlon geboren worden. Seitdem hat es in Zwickau eine Entwicklung etwas weg vom reinen Leistungswettkampf gegeben. Der Triathlon eigentlich mit seinen 3 Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen, eigentlich prädestiniert ist, auch den Teamgeist zu fördern. Und deswegen denken wir, dass natürlich neben den aktiven Triathleten es wichtig auch ist, diesen ganzen Sachverhalt in der Region mit Firmen und Vereinen dort mit zu aktivieren. Trotzdem geht es auch diesmal auf den anspruchsvollen Kursen um ernsthaft zu erringende Titel. Darum wird diesmal auch in 9 Wellen gestartet. Wir tragen dieses Jahr erstmalig die Sachsenmeisterschaft aus im Sprint, Sprintdistanz. Das heißt 0,75 Kilometer Schwimmen, 20 Rad und 5 Kilometer Lauf. Das gab es in Zwickau noch nie und da sind wir stolz darauf, dass wir das dieses Jahr bekommen haben. Und auch die Lizenzwelle, die da startet, ist schon jetzt fast ausgebucht. Und die Meisterschaft hat einen ganz besonderen Reiz. Es gibt nur diesen einen Lauf. Wer in Zwickau gewinnt, ist somit Sachsenmeister. Nicht nur ein Prädikat, was dem hiesigen Triathlon im Chor gleichgearteter Veranstaltungen einen speziellen Kick gibt. Sicherlich gibt es sehr viele Anbieter und die Triathleten suchen sich sehr gut organisierte Wettkämpfe raus, wo sie wissen, was sie erwartet, wo gute Versorgung ist. Und da gehört Zwickau auf alle Fälle mit dazu. Wir werden dieses Jahr sicherlich auch wieder ausgebucht sein, genauso wie die Pill an der Pirk, Körperbach. Das sind alles große Veranstaltungen, die sich etabliert haben. Und wir als letzte Veranstaltung haben so ein bisschen den Bonus, dass bei uns so ein bisschen der Abschluss stattfindet. Danach ist kein Triathlon mehr, in ganz Deutschland nicht. Das ist so einzigartig in Zwickau. Anmeldungen sind noch bis zum 16. September möglich. Weitere Informationen zu Straßensperrungen und Ablauf gibt es unter www.zwickauer-triathlon.de.